What we expect with the Great Escape is feeding the belly, basically. I mean, it's about stepping out of this digitally connected world for an afternoon, jump on your bike, and just have all the analog fun you can find. And the bike makes it so easy. It's all safe, it's all anyway connected, but for you, it's just a great escape. So we see a very instrumental role in the rider gear in the future also. Lots of functional we come from the bike into the rider gear, like illumination, like vibration, like navigation, like protection, obviously. There is lots of potential in the riding gear itself. Wenn wir uns vorstellen, in der Zukunft, also wirklich weit in die Zukunft geguckt, vielleicht gar nicht mal so weit. Wenn wir autonomes Fahren ist Standard, das Auto ist komplett vernetzt, der Mensch ist permanent vernetzt, wir haben eine digitale Welt, eine virtuelle Welt, eine autonome Welt, da glauben wir schon, da muss es kleine Fluchten geben für das Individuum, auch mal abzutauchen. The Great Escape ist eigentlich die Story. Wie kann ich richtig analoges Erleben haben? Und wir glauben, ein Motorrad ist eigentlich das ultimative analoge Erlebnis. Und das Besondere an dem Fahrzeugprojekt war die Möglichkeit, mal so richtig weit über den Tellerrand rauszugucken, weiter als wir es normalerweise ohnehin schon tun. Und das war natürlich ein Riesenspaß für das ganze Team.